euer Kung Fu Commander Lee Fung ist online, niemals aufgeben, niemals kandaliere. Soll man das halt so machen? Ja, lieber nicht. So. Also die militante Veganerin, da habe ich jetzt noch einen Clip angeguckt, wie sie mit dem Leon Marchel geschwätzt hat, Interview gegeben hat. Und mit einem, der heißt Aboretto oder so. Ich hoffe, ich habe den Namen nicht falsch ausgesprochen. Einer sieht davon von denen aus wie John Cena, muss ich sagen. Ja. Hat eigentlich schon mal gut angefangen. Da gibt es ja, glaube ich, zwei Clips davor. Ja, aber dann ist das Interview gerade schlecht gewesen, weil die zwei haben das Thema nicht ernst genommen. Und, Veganismus und Tierschutz ist ein ernstes Thema und das hat man eigentlich keine Witze reisen. Und ich habe hab mir das Interview ganz angeguckt und von mir war das so, ich habe da mit der militanten Veganerin gelitten, weil die haben sie so echt versucht auf den Arm zu nehmen und der was unterzujubeln, was total Schwachsinn ist. Und da habe ich gedacht, da mischst du einen Clip draus. Ja? Weil wenn Ungerechtigkeit passiert, dann will ich mich dafür einsetzen. Ich berufe mich auf Artikel 5 unserer Verfassung, auf das Zitatrecht und will jetzt damit beginnen, wie ich das Interview sehe. Ja, Shekinah vor allem im Hintergrund. Ja. Ni hao, wo she, Li Fung Tima. So. Ja, ich bin teils deutsch, teils chinesisch. Ich bin auf meine Vorfahren stolz, aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Das Thema ist jetzt, erstmal ist die militante Veganerin offen zu Wort gekommen, dann ist der was unterstellt worden, was total ein Blödsinn ist. Und ja, mit was hat der eine hat sich gefragt, mit was bist du denn da hergefahren? Und das ist halt mit dem Zug. Und der dann, weißt du, wie viele 1000 Millionen Insekten jetzt gestorben sind? Da ist erstmal der erste Irrtum, dass wenn die jetzt mit dem Zug fährt, dass so viele Insekten nicht sterben. Also, das ist mein Irrtum. Ich sterbe keine 1000 Millionen Insekten. Da wäre ja die ganze Luft voller Insekten. Also, da kannst du ja nicht mehr atmen. Und das andere ist, Insekten tötet sich erstmal gegenseitig. Ja? Das ist so mächtig die Natur. Ja, die Spinner fressen Käfer und so weiter. Das, so bringt die Natur Balance. Das ist ein Gleichgewicht. So bringt die Natur eine Balance, dass es nicht von irgendwas zu viel gibt. Ja, so möchte die Natur das. So. Das andere ist, jetzt sagen wir, man schwätzt von der Bahnschiene, wenn da öfters mal ein Zug fährt und die Schiene vibriert und auch Insekten entstinkt, da wird auf die Bahnschiene kaum Insekten geben. Ja. Und wenn da Insekten laufen auf der Bahnschiene, da kommt ein Zug, der wiegt mehrere Tonnen, da hat das Insekt keine Schmerzen. Jetzt fliegt das Insekt vorne vorbei, ja? Kommt der Zug mit 30 km/h oder noch schneller und dann hat das Insekt keine Schmerzen, ja? Weil es einfach zu schnell ist. Das Insekt spürt nichts, sondern es wird gleich zerquetscht. Das Insekt spürt nichts. So. Und wenn du durch eine Wiese laufst, also da darfst du dir als Mensch gar nicht mehr rühren. Wenn du durch eine Wiese laufst, da kannst du auch auf Insekten, da tappst du definitiv auf Insekten und tötest sie. Ja? Oder, aber die sterben dann auch ohne Schmerzen. So. Oder wenn du selbst auf einem normalen Magadam-Weg, da laufen auch Käfer rum. So. Gut, wenn ich das sehe, passe ich auch darauf auf, gucke, dass ich nicht drauf tapp. Ja? Aber das lässt sich auch nicht verhindern. Also darfst du dir als Mensch gar nicht rühren, wenn du jetzt auf das auch noch achten musst. Ja. Gut, wenn man es verhindern kann, hat man es. Aber wie schon gesagt, wenn du durch eine Wiese läufst, tappst du definitiv auf Insekten und es stirbt. So. Und die Le Marcher und Arboretto brauchen wir nicht erzählen, dass die noch nie durch eine Wiese gelaufen sind und das auch nicht denen. So. Vor allem ist das nicht gleichzusetzen mit der Massentierhaltung. Und mit dem Zug fahren wegen der Insekten, das ist ja lächerlich, der Vergleich. Ja. Weil die Massentierhaltung, die wird schrecklich kalt, die Tiere, die können Auslauf. Ja. Die wird auch, wenn sie Verletzungen haben, guckt keiner danach, so wie es gehört hat.
Schlachterei ist ja auch so. Und das ist richtig, das ist Tierquälerei und es gehört halt nicht. Ja. Und das ist nicht gleichzusetzen, wenn man Zug fährt mit Insekten, das ist ja lächerlich. So. Und wenn die Veganerin der Aktivist ist und da was positiv verändern will, ja, finde ich das gut und sowas gehört unterstützt und sowas sollte man ernst nehmen und sollte man auch darüber diskutieren können und sollte es auch machen. Ja. Aber wie schon gesagt, das ist nicht gleichzusetzen und nicht zu vergleichen. Wenn du mit dem Zug fährst und kommt ein Insekt, ja, und das sind wahrscheinlich die wenigsten, dann sind die weg. Bei der Tonne, wo der kommt, mit der Geschwindigkeit, den kommt Schmerz. Aber die Massentierhaltung, da haben die Tiere richtig schwere Schmerzen und deswegen kannst du das nicht gleichsetzen. Und deswegen finde ich gut, dass die da aktiv ist und dass die da ein bisschen eine Stimme der Tiere oder die Stimme der Tiere ist. Finde ich super, finde ich gut, finde ich klasse, gefällt mir. Alle Mut respektiere. Na, und da ist ja noch ein Dritter dazugekommen. Zufällig, warum guckst du so und so, hat er auch nicht gesagt. Ja. Bin ich im Bild? Warum guckst du so, hat der eine dann gesagt. Ja. Dabei war das ja abgesprochen, dass er zur Runde dazu gehört. Zufällig hat er ja alle Elefanten dabei gehabt, dass wenn du Auto fährst und wegen den Insekten beim Auto das gleiche, wenn du mit dem Auto über Spend fährst, hat die Spend keine Schmerzen mehr. Die stirbt gleich und wenn du vor einer Mucke sind und du fährst direkt in die Mucke rein, weil es nicht siehst, dann haben die Mucke auch keine Schmerzen, weil bei der Fahrtgeschwindigkeit sind gleich tot. Ja. Und ich lebe ja ländlich da im Schwäbischen. Ja. Selbst beim Igel, wenn du drüber fährst, was man eigentlich verhindern soll, der hat eigentlich auch keine Schmerzen normal. Ja. Und bei mir war es, aber rennt er nicht. Ich filme nicht mit dem Handy, das ist mein Handy, liegt irgendwo, ist in meiner Tasche. Aber ich gehe nicht nach, weil jetzt das wichtiger ist. Ich bin halt ein ganz beliebter Mensch und viele rufen mich an. Ja gut, es ist ja nicht so, dass da nur Igel 100-fach über die Straße laufen. Müsste das auch passieren, ich weiß sogar noch das Jahr, wann das passiert ist. Es war 2012 und da ist in einem Dorf ist ein Igel über die Hauptstraße gelaufen. Gut, hinter mir ist kein Auto gekommen, ich habe ihn angehalten. Und haben zugelassen, dass der Igel die Straße überqueren kann, ohne dass ihm was passiert. So, ja. Auf das achte, ja. Dass wenn ich Auto fahre, ein paar Parallelblick hatten, dass den Tieren nichts passiert. So, war ich zufrieden, dem Igel ist nichts passiert, war ich froh. Ja. Aber das ist auch nicht gleichzusetzen mit der Masttierhaltung. Ja. Also, ich habe keinen Gewinn, wenn ich den Igel überfahre. Ich habe eher ein schlechtes Gewissen. Deswegen habe ich auch gehalten. Ja. Und die Massentierhaltung ist so grausam. Ja, so grausam, das ist doch nicht gleichzusetzen mit dem Igel auf der Straße. Wenn da mit dem PKW ein paar Tonnen kommen, dann ist normal der Igel gleich tot. Ja. Das muss nicht sein. Das sollte auch nicht sein. Ja. Aber es ist doch nicht gleichzusetzen mit der Massentierhaltung. Massentierhaltung ist tausendfach schrecklicher. Und Käufegärnerin, die müssen sich auch irgendwo fortbewegen. Also wenn du durch die Wiese laufst oder mit dem Zug fährst, bei beidem stirbt Insekten, beim Zug sogar noch unwahrscheinlicher, wie durch die Wiese zu laufen. Ja. Aber wie schon gesagt, egal wie du bewegst, da ist immer das Risiko, dass du irgendwo Insekt tötest, dabei die sich auch gegenseitig tötet. Also ich habe ja Spinnen und Käfer in meiner Wohnung, die nichts machen und die fressen sich gegenseitig. Ja. Es ist ja von der Natur so gegeben, dass die Balance in der Natur erhalten bleibt. Ja. Die Spinnen fressen sich auch gegenseitig. Ja. Also wenn da jemand mit dem Zug fährt und ein Insekt tötet, wenn die sich nicht gegenseitig tötet, ja, dann dann hat der Insekt keine Schmerzen, weil es einfach zu schnell ist und zu viel Tonnen hat zum Zug. Und das gleichzusetzen mit der Masttierhaltung finde ich schon, das müsste sie eigentlich selber wissen und ich finde es auch nicht lustig, wenn sie es lustig gemeint haben, aber es ist schon bescheuert, wenn man das gleichsetzen will. Ja. Muss ich ehrlich sagen, weil die Masttierhaltung ist grausam. Ich finde es gut, dass die militanten Vegetarier,
Veganerin da was machen will gegen die Massentierhaltung, sich für die Tiere einsetzt. Und ja, also wenn da jemand im Zug fährt und du kannst auch Zugtouren machen, da passiert auch oft mal Insekten nichts, manchmal passiert da was. Aber ich habe gesagt, das ist nicht gleichzusetzen, weil die Insekten sich erstmal gegenseitig fressen. Beim Zug eh schneller stirbt, da haben sie gar keine Schmerzen. Also das hat mit Tierquälerei nichts zu tun. Insekten hat auch ein ganz anderes Nervensystem wie andere Lebewesen. Ja. Klar haben die auch Schmerzen, aber die haben ein ganz anderes Nervensystem. Zusätzlich muss man dazu sagen, und das andere ist, wie gesagt, wenn du mit dem Auto fährst und mit dem Zug fährst und da kommt ein Insekt, die sind gleich weg, die haben keine Schmerzen, also von der ist das. Und während die in der Massentierhaltung schon richtig leidet, die Tiere, und das muss auch aufhören. Ja. Und wenn ich, und sie hat gemeint, die konservative Ansicht ist, dass der Mensch sich selber an der Spitze der Schöpfung sieht. Ja, ich bin zwar sehr konservativ und patriotisch und heimatlich, aber ich sehe oft die Tiere als Spitze der Schöpfung, weil ein Tier nur das nimmt, was sie braucht zum Überleben. Ja, ein Tier tötet nur, um das eigene Überleben zu sichern, um Futter zu haben. Oder tötet nur, um nicht gefressen zu werden. Der Mensch tötet nicht nur, um für sich, um das Nötigste für sich zu haben. Der Mensch tötet auch, um Machtbesitz. Der Mensch tötet kann sein aus Unsinnigkeit, aus Hass, aus Machtbesitz, ja, wird alles tötet, was gar keinen Sinn macht. Ja. Und deswegen finde ich, dass die Logik der Tiere in dem Bereich viel höher ist wie die von Menschen. Ja. So, das ist mein Schlusswort. Ich hoffe, du hast alles gesagt. Und ja, wie schon gesagt, das Interview hat mich gestunken, weil ich eher den Eindruck hätte, ich hätte die arme Frau nur auf den Arm genommen. Und ich finde halt traurig, das sollte man halt nicht machen. Apropos, die Frau hat da auch, wurde dann auch oft körperlich angegriffen, hat einen Nagelklatscher gekriegt, finde ich nicht in Ordnung. Oder wenn man da ausrascht und beleidigt wird, finde ich nicht in Ordnung. Ja. Wenn jetzt die Veganerin mich jetzt beleidigen würde, die nicht ausrascht, würde einfach weiterlaufen und wäre von mir vorbei. Also müsst ihr jetzt nicht ausrasten und braucht niemand Kamera klauen, braucht niemand einen Nackenklatschen geben. Er wird mit ihr sachlich diskutieren. Und ja, sie hat in viele Punkte recht, aber in viele Punkte sieht es halt anders. Aber wenn sie sagt, sie möchte mit mir nicht schwätzen, weil ich nicht vegan bin, dann steht er halt weiterlaufen, dann wäre es von mir in Ordnung. Deswegen muss man nicht ausrasten und niemand körperlich angehen. So darf die Demokratie nicht gehen. Die Demokratie heißt, dass jeder seine Meinung hat. Und dass man halt auch andere Meinungen akzeptiert und immer im Recht sein zu müssen, möchte auch nicht glücklich. Man kann auch eine Diskussion vorbei sein, auch wenn man nicht beim Schluss das letzte Wort hat. Muss man auch mal lernen. Und von daher finde ich das schrecklich, wenn heutzutage alles so aggressiv wird und nur weil jemand eine andere Meinung hat. Und das hat nichts mit Demokratie zu tun. Demokratie heißt immer die Freiheit des Andersdenkenden. Ja? Und Demokratie heißt, was viele andere sagen, morgen verachten, ja. Aber dass ich sagen darf, das würde mein Leben lassen. Ja. Bin ein bisschen schmutzig, war im Geschäft, bin da heimgekommen, war ein bisschen emotional aufgeputscht, wollte jetzt das sagen, weil mir das am Herzen gelegen ist, um da die militante Veganerin zu verteidigen in dem Bereich. Ja. Wie schon gesagt, das mit den Igeln, mit den Insekten ist nicht gleichzusetzen mit der Massentierhaltung. Ja. Und ich denke, wenn ein Veganer oder ein Vegetarier unterwegs ist, dass er auch mit dem Auto oder so, dass der auch guckt, dass er da jetzt kein Tier tötet, wenn es möglich ist. Ja. Während der Massentierhaltung keinen Sinn macht, dabei ja, man ein bisschen erwähnen muss, Einwanderung bereichert, aber die Masseneinwanderung kann auch ein Problem sein, weil umso mehr Masseneinwanderung im Land hast, umso mehr profitiert auch die Massentierhaltung, weil die Leute müssen da alle ernährt werden. Und von daher, jetzt die Massenerwanderung nicht so gäbe, ja, wäre nicht die Lobby der Massentierhaltung nicht noch größer geworden. Muss man auch sagen. Wenn man, das, weil es hat auch alles seine Nebenwirkungen. Ja. Alles mit dem Klimaschutz. Wenn umso mehr Leute auf einer kleinen Fläche leben, umso mehr wird es auch das Klima belastet. Das ist ja logisch.
Man kann nicht alles an Masseneinwanderung und Klimaschutz, man kann nicht alles an Masseneinwanderung und Tierschutz. Das geht halt nicht. Ja, das ist halt, ja, das ist meine Meinung. Wenn ihr das anders sehen könnt, das gerne schreiben. Ich berufe mich auf Artikel 5 unserer Verfassung, auf Zitatrecht. Ich bin gegen Rassismus, ich bin für alle Kulturen der Welt. Ja. Und ja, Masseneinwanderung wäre für jedes Land schädlich. Man hat es ja bei den Indianern gesehen, wie es der Ausgang ist. Ganz schlecht von den Indianern. Ja. Die in einem Jahr die Masseneinwanderung kennt, die Indianer kaputt gemacht hat. Ja. Ihr könnt mir schreiben, ob ich falsch liege oder recht habe. Ich freue mich, ist ein Privileg, dass ich das Video für euch drehe. Ich wünsche euch was, ich liebe euch und passet auf euch auf. Ist ein Weihnachten, Fest der Liebe. Da kann man auch mal was Veganes essen. So. Was ist da los? Timo, trink mal Jägerbursch, du guckst was bei Netflix, oder? Ja, Schätzle, das machen wir. Gell, Florine? Super.